ich euch auch was zeigen, was ich im letzten Video entdeckt habe. Kann ich den? Den kann ich nicht plündern. Und zwar, dieses Gitter lässt sich wegheben. Mit Hebekraft 2. Hast du mal fallen? Oh, er lebt. Es lebt. So, jetzt... Oh, Blut. Nicht gut. Gib aber eine Waffe. Vielleicht gesünder. Oh, da liegt eine Karte. Da ist eine Schlüsselkarte. Hallo? Ist da jemand? So, gib mir die. Ach so, die ist für das Büro da hinten. Wo ich das Waffen-Upgrade gefunden habe. Hier, sollte ich eigentlich noch einen Schlüssel haben, oder? War doch... Ja, genau, war doch so. 5009. Mach doch auf. Jawoll. Hallöchen. Ist da jemand? Oh, ein Haufen Zeug ist da im Regal. Oh, Schäfer. Geil. Oh, Neurobots. Geil. Und die ganze Menge. Oh, Waffen-Upgrade. Geiler Raum. Da müsst ihr unbedingt rein. Da müsst ihr, unbedingt vorbeigucken. Ja, hallo. Und ganz herzlich willkommen zurück bei Let's Play Prey. Ja, da sind wir wieder. Zurück auf der Talos und wir wollen ins Kraftwerk. Mal kräftig rumbolzen, oder? So, mal gucken. Das Kraftwerk versorgt die Talos 1 sauber und zuverlässig mit Fusionsenergie. Die ersten Modelle des Superforce-Reaktors haben auch Stabilitäts- und Leistungsprobleme, jedoch durch gewissenhafte Wartung gelöst werden konnten. Und da war dann auch was mit ersatzweise wird damit Solarenergie gearbeitet. Es ging aber zu schnell, so schnell kann ich beim besten Willen nicht lesen, wie jetzt sich gerade Zistoiden lässt. Was für eine Scheiße. Keine neuen da. Oh, das sind zwei. Drei. Oh, nee. Oh, verdammt, duck dich. Seht ihr, es wird auch ein bisschen dunkler. Erinnert ihr euch, das war, glaube ich, ein Neuro-Gemodde, das mir diese erhöhte Dunkelheit verschafft hat. So dunkel wie Marsch von der Kuh, aber leider nicht ganz, nein. Aber das sei denn, die Kuh hat ein paar Scheinwerfer im Hintern. Dann wäre das was anderes. Du Scheiße, was ist das für ein Vieh? Was bist du? Steh mal auf. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Oh, na, ich wollte gerade sagen, ein Telepath. Ein Techno-Telepath. Schwächenexplosion, Feuer und Nullwellen. Immunität gegen Rückstoß. Aha, dann sollst du dich vielleicht vom Operator fernhalten, denn der stößt dich ganz gern. Scannbare Kräfte, Psychoschock, kinetische Energie und Gedankenkontrolle. Tja, kann dir eins sagen, meine Gedanken willst du nicht lesen, du. So, was mach ich denn jetzt? Ich hab keine Recycler-Ladungen mehr. Soll ich mich da vorbeimauscheln? Via Mimikry oder so? Security. Lass mich das mal als Fernglas missbrauchen da. Security Checkpoint. Access to Power Plant restricted to. Also nur für autorisiertes Personal kennen wir. Security will be happy to assist you. Also die Security freut sich dir zu helfen. If you are experiencing power-related issues in your workplace, contact Land in Ninguyen. Von dem habe ich irgendwo schon mal was gelesen, von diesem China-Mann da. Keine Ahnung, der betreibt hier vielleicht einen Shitty-Fuck. Hallo, hier Shitty-Fuck, Sie wünschen bitte? Hallo, ist das City-Mock? Ja, hier Shitty-Fuck. Wir wollen einmal die Wok-Hackbällchen. Fuck-Sackbällchen? Ich nehme das Wok-Hack-Stick. Fuck-Kack-Stick? Keine Ahnung. So, was mache ich denn jetzt? Ich muss die irgendwie wegballern. Ich komme da nämlich nicht durch und mir ist die Strahlen rum. Die strahlen auch über den ganzen Hintern, wenn sie mich verstrahlen können. Ich kann versuchen, da ganz schnell ranzurennen und voll drauf zu halten. Ich glaube, das ist meine einzige Option. Ja, an dem komme ich... Warte, ich habe keine Tasse, nichts Kleines, um zu mimikrieren. Soll ich es mit dem Stuhl? Nein, komm. Ich sehe nämlich auch, die Tür da ist zu. Also ich glaube, der Schalter ist da drin für die Tür. Also komm. Ja, trau dich morgen. Komm. Heute noch. Also komm. Und da ist noch was. Okay, 4 Schuss hat es gekostet. Das war erstaunlich billig. Das war erstaunlich billig. Also man muss sich nah rantrauen. Aber ich habe auch Schaden genommen. 32. Das ist nicht ohne.
Hallo? Ist da noch jemand? Ne? Okay, da ist... Oh, Blue, danke. Guter Kopf. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Und das habe ich nicht. Ich habe nur Hecken 1. Das wäre ja nämlich wohl die Tür. Boah, da hat sie bis an die Decke hat sie verspritzt. Die Zystoiden kauen. Die Zystoiden Kacka. Ja, ruf doch mal die IT hier. Da macht man mal die Tür auf, verdammt. Die kann ich abnehmen. Da könnte eine ganz schöne Glocke drauf haben. Ihr seht's da. Sogar in Gold. Verdammt, was mache ich denn jetzt? Au. In puncto Lesen habe ich dann auch noch kurz was zu erzählen, aber das mache ich unterwegs. Denn die Sternenbürgerzyklen, die werde ich natürlich immer lesen. Die sind derart geil. Trevor, stehen Sie auf! Trevor hob den Kopf, um herauszufinden, woher die Stimme kam. Er war verwirrt und hatte seinen alten Namen, dem Gefühl nach, seit Urzeiten nicht mehr gehört. Hier war er Olli Kahn und die witzigen Klippenbewohner von Drantor nannten ihn König. Er rollte sich aus seinem königlichen Bett und versuchte den Umriss der Person auszumachen, die am Eingang seiner königlichen Höhle stand. Wird doch nicht die gnadenlose Mercy sein? Er kannte diese Uniform, er kannte diese Haltung und diesen abwertenden Blick. Oh, das könnte die Mercy sein. Ach so, Kaiserin Turbalin? Wie habt ihr mich hier gefunden? Der subthermale Vakuum-Adapteron, den sie installiert haben, besitzt ein Funkfeuer. Ach, deswegen. Ich habe sie herverfolgt, nachdem ich die gnadenlose Mercy getötet und mir das Prisma zurückgeholt habe. Oh, das höre ich gern. Die Mercy, die ist offenbar hin jetzt, hä? Ich brauche immer noch einen Spitzenpiloten, dem ich vertrauen kann. Aha, das höre ich gern. Natürlich nur, wenn sie lang genug den König für diese kleinen Felszausel gespielt haben. Okidoki. Trevor entfernte die Gaskrone aus seinem verfilzten Haar und dachte über die Verantwortung für seine untertänigen und bedrohten Anhängsel nach. Nur eine Sache, bevor ich gehe. Trevor nahm seinen zeremoniellen Chavalla-Stock und trat hinaus ins Licht. Ja, pass auf, du, Trevor, nicht ins Licht treten, hä? Halt dich vom Licht fern, mein Lieber. So. In Sachen Mails lesen und so, ich habe mit Mastard abgemacht. Ich werde in Zukunft, wenn es Mails gibt und so, immer alles lesen, aber es dann aufs Wesentliche zusammenschneiden, weil es einfach den Spielfluss kaputt macht. Kaffee. Ja, Kaffee ist immer gut, wenn es auch mit K geschrieben ist. Und, ja, auch mein Lieblingsgesöff, den grüner Code Mountain Tea. Jetzt sehe ich gerade, da ist ja ein Loch mit Schmodder dran. Sind die da ausgefallen? Weil hier komme ich ja nicht durch. Aber, sehe ich Gott, komm mal raus, du kannst mir den Anzug flicken. Oh, der macht wieder einen Krach. Transstar Kobolds 410 Technik Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Ja, komm raus. Ah, da bist du. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Ich flicke das jetzt. Reparatur abgeschlossen. Ja, ich weiß, dass ich nicht ganz dicht bin. Da sagst du mir nichts Neues. Da scharrt der Morgen auch mit den Füßen, habt ihr den Schatten gesehen. So, jetzt muss ich irgendwie da rauf, hä? Also hopp. Jawohl. Okay, und wie komme ich da rein? Kann ich da raufspringen einfach so? Klappt das vielleicht sogar, ohne? Nein. Okay, das war dann doch zu viel des Guten. Weil mich wundert, dass er hier raufkommt. Also macht mal. Hier war, hier und vor allem hier noch einen. Jawohl. Ja, komm, 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 nicht, ab, nicht abstürzen jetzt. Morgen, mach keinen Scheiß. Und, oh, verdammt. Komm jetzt, das kannst du. Jetzt stell dich nicht so an. Das kriegst du doch hin. Machst du halt noch einen mehr hin. Wo hast du jetzt die blöde... Da noch einen hin. Das muss jetzt gehen. Verdammt. Du bist so ein verdammter Spastmorg. Das lag jetzt nicht an mir, Finn. Das war jetzt wirklich die Dummheit von diesem dummen Hund. Morgen. Du lässt mich hier verdammt schlecht aussehen, weißt du das? So, jetzt hüpft da rein. Jawohl, geht doch, du Sau. Manchmal regt er mich auf mit seinem blöden Gehopse. Verdammt. Ich darf mich nicht einreden, dass ich nicht kann. Ich konnte gerade noch die Kurve gekriegt. Ach so. Oh. Oh. Spalten, was? Und? Oh, 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 das wollte ich nicht. Oh, jetzt wäre ich beinahe abgestürzt. Oh, fuck. Fuck. Aber ich bin drin. Ich
Ich bin drinnen als drin. Hä? Was ist los? Da ist was aufgegangen. Aha, ein Mimik. Ein Leichenmimik. Hat sich da gerade rein... Oh, da hat es getötet. Wurde der jetzt getötet? Wurde der gestromert? Der da rum... Ja, ja, seht ihr, da liegt er. Der rumstromerte Mimik wurde gestromert. Da weißt du was, hüpfen wir da drauf und... Oh. Und nein, hab keinen Schaden genommen. Wer bist du? Brenda Cabron, sozusagen. Oh, seht ihr? Die säuft ab, wenn man sie blödet. Habt ihr das gesehen? Die ist da in den Matsch versunken. Oh, Brenda, du gewinnst aber keinen Schönheitswettbewerb mehr. Ach, du Scheiße. Übrigens, jetzt sehe ich Gott. Macht aber auf den Scheiß. So. Ja, was ist jetzt wieder los? Was war das jetzt? Gib mir eine Waffe. Ach, mach wieder zu, sonst korrumpieren die den Operator. Jetzt ist der dumme Hund da drin. Geh raus. Du wirst nur... Oh, der wird doch wieder übernommen. Ich sehe das schon kommen. Da greift mich der Arsch wieder an. Oh, Waffen-Upgrade. Sie haben mich gesucht? Ja, was ist mit Michaelas Büro? Ich habe einen Vorfall gemeldet. Der ist bestimmt spannend, aber ich habe keine Zeit. Ich muss eine Mannschaft auf die andere Seite dieses Bruchs bringen. Also, wo liegt das Problem? Das Problem ist, da drinnen ist es dunkler als in meinem Arsch. Der Erdungswiderstand ist defekt. Wechseln Sie ihn aus, dann gibt es Licht. Ist das alles? Hey, Sie klingen nervös. Was ist los? Ich wollte den Widerstand gestern wechseln. Und? Er ist zu einer Art Pampe geschmolzen. Roch total ekelhaft. Mist, Mann. Das steht nicht in dem Bericht, oder? Ich brauche ein bisschen Schlaf. Meine Schicht ist sowieso vorbei. Vielleicht haben Sie ja mehr Glück. Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Man kann den Strom offenbar ableiten. Was war denn hier? Aha, seht ihr? Jetzt könnte ich vielleicht rein, ohne dass ich eins gewischt kriege. Das muss ich mir merken. Aha, das klappt also nicht nur bei den Phantasm Orgasm, das klappt auch bei denen. Ach, den Scheiß hole ich mir später. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Nichts wie weg. Nichts wie weg hier. Oh, ich höre Operator. Hört dies auch? Was steht da? Coolant Chamber. Also das Kühlzimmer. Reactor Core. Also Reaktorkern und Luftschleuse. Hä? Ja, Kühlmittelkammer. Ist auch richtig cool hier drin. Oh, Scheiße, ist alles voller Operator hier. Scheiße, da vorne brennt's. Habt ihr da einen Feuerphantom hier drin? Könnte sein, oder? Welche Seite gehe ich denn jetzt besser? Hat der mich jetzt gesehen, der Penner? Hey, was ist los? Da! Knappe. Hier! Sausocke! Das muss ich mir merken. Diese Kalisterchen sind super dafür. Warte, das war super. Ein Schuss und der war weg. Nicht 4 oder 5. Das hat keiner. Ah, was ist los? Oh, der hat mich, glaube ich, gesehen. Scheiße. Kommst du? Scheiße. Ich muss hier rein. Aber ich habe keinen Schlüssel. Guck dich. Ah ja, genau. Ich könnte ja mimikrieren und da rein mimikrieren. Oh, fuck. Kann ich da runterhüpfen? Kann ich da, ohne dass ich abstürze? Ich habe Ersatzteile für Sie angelegt. Verdammt. Das sind zu viele. Mit 2 will ich es nicht aufnehmen. Da nehme ich auf jeden Fall Schaden. Lieber einzeln. Aha, da geht's weiter. Aber da komme ich auch nicht rein. Aha, Kühlmittelkammer. Oh, scheiße. Hast du mich schon wieder gesehen? Ah, fuck, Feuer. Fuck. Ich schieße ihn hier ab. Und dann fällt er vielleicht ins Feuer. Wobei, das wird ihm nicht viel machen, weil er selber Feuer spuckt. Also, dann wirf ihm was an die Birne. Komm. Da, komm. Kann ich ihn scannen? Nein. Leider nicht. Jetzt kommt auch her, ihr dummen Nüsse.
Ja, das bringt nicht viel Schaden. Leider. Gibt's hier nichts mehr zum Werfen? Brauch was zum Werfen. Da ist noch was. Oh, Blue Planet. Blue Planet. Ich hab aber nichts. Hier gibt's nichts. Doch, da ist noch was. Das ist Bluey. Wo ist der zweite? So, und jetzt baller ich sie weg. Stirb jetzt! Jawohl, dachte schon. Kannst du dich eigentlich irgendwann wieder befreien? Oder wie ist das? Ja, leider keine! Lauf weg! Leider kann er das. So, jetzt aber. Ja, wenn man sie mit einer Gasflasche bewirft, ihr habt's gemerkt, dann bringt's das viel mehr. Dann kostet das kaum Uni. Hingegen das hier hat mich ein oder zwei Magazine gekostet, unnötigerweise. Matthew Connelly, von dem habe ich auch schon gelesen. Maintenance Access Only. Tja, Scheißdreck. Jetzt bin ich irgendwie unten. Naja, ganz unten bin ich noch gar nicht. Ich sitze, da geht's noch weiter runter. Tja, was nun? Hier gab's nichts, oder? Lass mich nochmal schnell gucken, dass ich hier nichts übersehe. Speziell Eingänge. Und oh, da könnte man oben rumlaufen. Da geht's auch runter. Da komme ich nicht rein. Das ist das Kühlmittelzimmer. Vielleicht könnte ich denen was draufzimmern. Oder? In dem Kühlmittelzimmer da. Aber da habe ich was gesehen, wo ich vielleicht rein könnte. Warte, wie ist genau? Hier könnte ich vielleicht mimikrieren. Oh, du bist ein blöder Hund. Geh wieder raus. Dann muss ich hier drauf. So, jetzt versuch's nochmal. Schieb halt den mit. Da will ich rein. Jawohl, geht doch. Geht doch. Oh. Cool. Da komme ich nicht hoch, hä? Oh, Scheiße. Ich hab's gedacht. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, komm. Oha, die sind jetzt ein bisschen zu weit weg, hä? Ah, zum Glück kann man im Laden schießen, habt ihr gemerkt? Das habe ich ja schon mal gebracht, die Nummer. So, und jetzt blind mal die. Ich höre nämlich noch einen im Stock darunter. Oh, neuer Markt. Jetzt glaube ich, habe ich wieder zwei. Das ist gut. Das ist gut. Ja, weißt du was? Mach doch mal die Tür auf. Als ich jetzt flüchten muss. Könnte ja sein. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Oh, das lohnt sich richtig inzwischen. Das lohnt sich richtig, seit ich da die Mimics und so plündern. Ah, da ist einer. Ah, wäre ich doch gleich hier rein. Dann hätte ich einen Kanister gehabt. Ah, da hat's. Ah, Widerstände. Durchgebrannte Plötze. Oh, Waffen-Upgrade. Ist das noch eins? Zwei. Ja, geil. Also, ja, das ist ja klasse. Ja, wow. Heftig. Also, dann hau eins hier drauf. Und zwar auf die Schussdauer. Das, wenn ich den mit dem Telepathen zu tun kriege. Und dann auf die Kapazität. Und was machen wir noch? Kann ich da noch was Gescheites? Rückstoß, das weiß ich nicht. Ob das bringt es nicht so richtig, glaube ich. Was kann ich hier noch? Präzision, kann nicht schaden. So, und dann... Vielleicht hier noch eins. Ja. Betäubungsdauer und Schaden. Reichweite erhöhen. Immer gut. Oder weiter weg steht, immer gut. So. Hoffentlich habe ich jetzt was Schlaues gemacht insgesamt.
hoffentlich wird sich das gut erweisen. Man weiß es ja nicht immer so genau. Und das hole ich mir, wenn ich dann wieder hochgehe. Also nimm's schon mal raus. Dann nehme ich das mit hoch. Jetzt kann ich drücken, ne? Darf ich nicht vergessen. Wo ist die Treppe nach oben? Leg das hier ab. Oder war hier der Lift? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. War das hier? Könnte sein, oder? Ja. Dann lege ich das hier ab. Dann kann ich damit die obere Tür reparieren. So, au. Den habe ich ja gar nicht geplündert. Was ist mit mir los? Was ist denn mit mir los? So, und... Ah, da unten hat es noch mehr. Ihr hört es. Das machen wir aber in der nächsten Folge, meine Lieben. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr wieder mitkommen. Wenn wir da zum Dingsbumszimmer gehen. Und ein bisschen rumzimmern, oder? Und ja, ihr wisst ja vielleicht, oder die einen von euch, ich war ja mal Zimmermann, unter anderem habe ich Zimmermann gelernt. Und ja, ich bin ganz gut im Rumzimmern. Manchmal. So, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao.